Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal. Wieder dabei, wie immer, der Babak. Moin. Raman. Jupp. Und Yuyuka von Tal. Hallo. Ja, und jetzt gibt's was Lustiges. Ja, los, los, los. So, ja, also die Diagnose hieß gerade eben, so, um diese Aktion durchzuführen. Beziehungsweise... Hammer. Genau, beziehungsweise unser Arzt erzählt mal. Herr Doktor, wie lautet Ihre Diagnose? Ja, Knochenbruch, Hammer auspacken. Oh, bitte lass es grafisch angezeigt werden. Ich hoffe auch. Und immer fest auf den Schädel drauf. Oh, er hat zumindest einen Hammer in der Hand. Ist ja langweilig. Das war schon. Na, was habe ich bekommen? Bettruhe. Verkrüppelt für 22 Minuten 30 und Bettruhe, Knochenbruch. 3 Stunden 34. Und ja, gute Nacht, Gottes Gnaden. Eine Stunde. Ich habe für dich gebetet, damit die Heilung auch schnell durch ist. Hast du durch die Verstümmelung irgendwelche Negativeffekte? Ja, das geht auf die Attribute. Oh, ich hasse es, ne? Wenn du mit dem Pferd an so eine Mauer antickst, backt das sofort fest. Mann, Mann, Mann. Was lernen wir daraus? Nicht reiten. Reiten muss aber reiten, ich habe einen weiten Weg jetzt. Weil für die Leute, die bei mir schon mal ein bisschen verfolgt haben, ne, die werden sicher wissen, wenn ich sage, jetzt kommt der Teil Blöde Kuh Teil 2. Außer Haus. Nein. Diesmal mit einem etwas größeren Vorrat an Äpfeln. Sind die Tiere ausreichend versorgt? Ja. Frage muss ja irgendwann kommen, ne? Ja, die war die letzten beiden Folgen nicht da, die habe ich schon vermisst. Wenn ich bitten darf, die letzten 2 Wochen. WTF? Nicht schon wieder, ach komm, Leute. Bin ich noch da? Ja. Ja. Okay, dann hat sich nur das Spiel wieder aufgehängt. Yay! Kann ich das Pferd jetzt wieder suchen? Yay! Blöde Kuh so Teil 2 wird zu Pferde suchen Teil 2. Ist das noch Teil 2? Lost Goal Teil 3. Ja. Ich will nichts sagen. Dann lass es. Also wenn jemand von euch weiß, ja, woran das liegt, dass sich das einfach mal so zwischendrin komplett aufhängt, das Spiel, würden wir da uns über einen Kommentar sehr freuen. Weil es nervt hardcore. Ja, oh ja. Allgemein die Bugs im Moment nerven hardcore. Bing! Da ist er wieder. Ich säg schon wieder ohne Säge. Du hast es echt drauf, Mann. Mit der Handkatte schneide ich die Bretter aus dem Stamm. Ja. Manche bügeln auch ohne Bügeleisen, ne? Ja. Ich möchte fortan bitte Sensei Salentin genannt werden. Nein. Nein. Oh. Du kriegst ja, vielleicht ist deine Haut auch einfach so trocken, dass die zum Segen taugt. Dadurch, dass du dir eine Metallrüstung geschmiedet hast, kriegst du einen viel geileren Namen. Ja, wer kommt drauf? Antaut Valentin? Nein. Viel cooler. Nenn ihn ab sofort nur noch Shredder. Boost. Ich wünschte, ich hätte irgendwelche Post-Production-Skills. Dann würde ich jetzt so einen Grillenzirpen und so einen Heubüschel einbauen, der so über den Bildschirm... Ich hatte eigentlich rollt. Gedacht, dass dein Trommel, dass die wiederkommt. Aber nee, die ist für gute Flachwitze. Also die habe ich quasi reserviert. Manchmal reiße ich auch so ein, dass ich mir die einfach selbst gebe, aber... Das ist schon traurig, ne? Für sowas Sinnloses. Bei Shredder hätte, glaube ich, auch eher die Schuppen- oder Plattenrüstung gepasst. Oh. Aber Details, Details. Ist die Frage, reite ich weiter am Strand lang?
Oder reite ich querfeldein? Ich muss so gerade an so einen üblichen romantischen Liebesfilm denken, wie du ohne Sattel mit Wehen den Haaren den Strand lang reitest. Putin im Sommerurlaub? Hast du denn getrunken? Na, wenn er gleich einen Bären bewegt. Wehende Haare, Putin. Genau. Wenn er gleich Putin-mäßig einem Bären begegnet, sollte er nicht versuchen, ihn zu bekämpfen. Putin, der Bär im Mann? Nein. Das war außerdem, glaube ich, irgendwie ein scheiß Wodka. Putin? Nein, der Bär im Mann. Keine Ahnung, ich mag keinen Wodka. Auch nicht. So, bei mir gibt's heute ausnahmsweise mal... Ich mag ihn auch nicht, aber nach den ersten 20 Gläsern schmeckt er nicht schlecht. Bei mir gibt's jetzt eine ganz bescheidene Folge. 120 Stöcklinge ziehen. Tja. Und das in der Aufnahme. Was ich normalerweise grundsätzlich immer offscreen gemacht habe. Tja. So, ich hoffe, wer bei mir zuguckt, ist seefest, weil außer ich Perspektive reiten hat so ein bisschen was von Seekrankheit. Warum tust du es? Eine Seefahrt, die ist lustig. Durch die ganzen Bäume kannst du sonst so schlecht zielen, wo du hinreitest. Okay. Ich brauche nach wie vor Softwood, ne? Ja, aber nicht hier hinten im Wald. Hier gibt's kein Softwood. Stehen doch so Maulbeerbäume. Ja, dann kriegst du aber ein paar aus dem Maul. Oh, hier am Weg stehen Apfelbäume. Braucht die noch wer? Ja. Die weniger als 80 haben. Aber ich. Wenn du die Äpfel da komplett abpflückst, dann kannst du von mir aus einen umkloppen. Ich rede von diesen, die am Weg stehen. Also bei den Feldern. Ne, die kannst du weghauen. Die haben keine Qualität weg. Kannst trotzdem gucken, ob Äpfel dran sind. Ja, ja. Appleboy. Nö. Keine Apples dran? Nö. Nöpidi nöpidi nö. Döp döp. Okay, die Ausdauer des Pferdes ist erschöpft. Ich bin aber diesmal nicht abgeflogen, ich habe vorher das Tempo reduziert. Jetzt weiß ich auch, warum ich mit der Säge am Rücken nicht säge. Warum? Ich habe noch eine am Gürtel. Also manchmal, ne? Ne? Mehr muss ich nicht sagen. Ich wollte gerade die Axt equippen und denk mir nur so, wieso hast du zwei Sägen? Oh Mann. Wie viel Wodka hast du schon gehabt? Fängt er an zu schmecken? So langsam. Stimmt. Oh, puh. Oh, macht alle verrückt, wo ist denn meine Säge? Oh, ja, das sind die richtigen. Pack da mal eine Säge in die Auftragskiste, ne? Das mach mal. Ui, super. Ich habe jetzt 30 Stöckchen von 120. Ich glaube, am Ende. Du wolltest Setzlinge ziehen. Hm? Nein, ich brauche Stöcke. Ich habe 17 Apfelstöcklinge im Inventar. Aber du musst es ja mal so sehen. Du buddelst mal nicht. Das stimmt. Weil das Buddeln ist nämlich durch. Ich muss nur noch den Zaun fertig bauen und die Setzlinge setzen. Ja, aber jetzt verlierst du bestimmt alle deine Zuschauer, weil die das idyllisch sich abends immer zum Einschlafen angeguckt haben. Das ist ja jetzt ein bisschen gemein. Findest du? Nein, bei dir ist es immer nur realistisch. Baum fällt. Weißt du, ich bin so diplomatisch wie ein Schlachtbeil. Du bist so diplomatisch wie ein 344mm geschützter Yamato. Das waren das nicht mehr? Waren das nicht 460? Oder 460mm geschützt. Auf die paar Millimeter kommt es jetzt auch an, ne? Das ist ein bis paar Millimeter mehr. Aha. Außerdem ist das Diplomatie. Verpiss dich oder ich feuer.
Dann verpiss dich oder ich feuer nochmal. Krieg ist die Umsetzung diplomatischer Wege mit anderen Mitteln. Please what? Krieg ist die Diplomatie. Du brauchst es nicht wiederholen. Hat ein deutscher Philosoph gesagt. Ich habe übrigens schon mal eine Idee für Folge 200. Da machen wir ein Reiterturnier. Also wenn wir da noch nicht bei den richtigen Waffen sind, dann würde ich sagen, ihr macht ein Reiterturnier und ich mache Tontaubenschießen mit einem Tribuchet. Ja. Ich mache beim Tontaubenschießen mit. Können wir so ein PvP-Event machen. Dann machen die anderen beiden eine Tioste und wir machen dann, wie heißt das noch, ja. Die Scheiben schießen nicht, sondern, wie heißt das noch, mit diesen Enten da am Band? Nee, Tontraum heißt das nicht, genau, diese mit den Enten am Band oder sowas. Hat doch, glaube ich, auch irgendwie einen Namen. Enten am Band? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Oh, jetzt tilte ich aber gleich, ne? Schon wieder? Das letzte Mal habe ich wie viele gottverdammte Scheiß-Drecksäpfel in diese Scheißkuh gesteckt? Jetzt ein? So um die 120? Es waren über 100. Und jetzt gehe ich hin, ein Apfel. Oh cool, du hast mich gezähmt. Aber das wurde nicht dieselbe. Das wurde aber auch schon im Forum erklärt, wenn ich dich recht dran erinnern darf. Ja, aber trotzdem. Macht es für ihn jetzt nicht besser. So, wenn ich den Bullen da vorne jetzt noch kriege, ist alles gut. Stelle merken, wo das Pferd steht. Weil der wird jetzt erstmal wegrennen, der Kamel. Du hast nur den Knochenleim hingepackt ins Lagerhaus? I think so, ja. Da. Du kannst mich doch nicht fragen, was ich vor einer Viertelstunde gemacht habe. Stimmt, wie konnte ich nur? Sorry. Ach, nein, übrigens, nicht weg. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Ich hatte die Tage ja mal Internetprobleme und so. Und da habe ich mir mal einfach so ein paar alte Folgen von uns angeguckt. Auch wegen dem einen Stahlbarren, den ich mal verloren habe irgendwo. Hast du ihn gefunden? Ich habe dann gesehen, wo ich ihn hingepackt habe. Und wo? Geil, wo? In deine Sichel. Ich hatte ihn noch im Inventar. Das war die gleiche Sache, wie du auch mal hattest. Er hat sich erst den Stahlbarren gezogen und dazu noch einen zweiten Eisenbarren. Na super. Herrlich. Dein Schrank steht gleich auch. Tada! Boah, ist so eine Kuh schwer, krass. Hä, hey, der steht falsch rum. Ein Schrank. Der Schrank für die Küche. Damit ein wenig mehr Lagerplatz vorhanden ist. Okay. Ich bin wieder gesund. Ich bin komplett geheilt. So, die Bullen jagen bringt einen Scheiß. Ich muss erst die Kuh loswerden. Was wiegen die? 120 Stein. Autsch. Nix. Und damit bewege ich mich so langsam. Schmeißt halt die Kuh doch neben das Pferd ab. Sammel den Bullen ein. Heb die Kuh dann auf, die im Beutel liegt, und reite mit beiden zurück. Wenn ich die beide ins Inventar kriege, du Knaller. Ich muss erstmal Platz im Inventar haben. Ich habe ja auch noch die ganzen Äpfel bei. Die schmeißt du weg, sobald du den Bullen hast. Ey, weh. Ich glaube, selbst dann reicht's nicht. Setz dich mit der Kuh aufs Pferd und reite erstmal zurück. Aber ich nehme jetzt erstmal die großen Tierfallen hier, die ich gebaut habe. Sonst geht wieder irgendwas schief, der Beutel despawnt. Und dann kannst du nochmal machen. Und die nächste Kuh braucht dann wieder 200 Äpfel. Na, abwarten. Doch 20 Stöckchen, juhu. Schrank fertig. Schrank steht. Dann baue ich jetzt noch Ramans Truhe. Yay.
brauche ich da noch? Metallbänder und Nägel. So, jetzt habe ich genug Platz, dass ich den Bullen tatsächlich noch mitkriegen könnte. Ich habe mal die Stahlfallen aufgestellt. Jetzt muss ich erstmal das Pferd holen und wieder hinter dem Bullen hinterher. Und gleich reitest du in die eigene Stahlfalle rein. Da lache ich mich aber kaputt. Ja, nee, ich habe mir gemerkt, wo ich sie gesetzt habe. Könnte das tatsächlich passieren? Was, dass ich mir was merke? Ich hatte schon wieder Parasiten, eklig. Sag mal, wie lange war das her, dass ich mein Pferd abgestellt habe? 120 Stöcke. Also nicht über 15 Minuten. Ah, da steht's. Ich wollte gerade sagen. Apropos Minuten, wie weit sind denn wir? Oh, 4 Minuten haben wir noch. Okay. Ich habe mir bei dieser Session endlich mal einen Timer gestellt, aber ich vergesse mal, den zwischen den Folgen auszumachen. Das ist richtig clever. Heißt dein Timer Siri? Ich habe kein iPhone. Ich habe kein einziges Apple-Produkt. Und er hat auch kein Krümelmonster. Was ist Siri? Cortana von Apple. Ah, okay. Nichts Vernünftiges. Weil angebissener Apfel. Was kann nicht vernünftig sein? Ob Microsoft da so viel besser ist, lässt sich auch drüber streiten. Theoretisch sind Apple-Produkte gar nicht schlecht. Sie sind ja tatsächlich auch gut. Nur einfach viel zu teuer und überbewertet. Apple hat auch keine User, Apple hat nur Fans. Ist das wieder lästig. Ach, ich brauche 5 Metallbänder. Oh Mann. Ich habe 2 hergestellt. Wieso hatte ich denn noch 2 im Kopf? Ich habe nie Metallbänder im Kopf. Warum? Ist stabil. Stelle ich mir sehr schmerzhaft vor. Naja, wenn du Metallbänder im Kopf hast. Kann ich nicht so eine Steinmauer um den Bullen umzubauen und der backt daran auch fest? Versuch's mit dem Palisadenwall. Ich wäre mir noch nicht so sicher, ob wirklich die Kollisionsabfrage wirklich so sehr drin ist. Dass du den jetzt einsperren kannst. Ja, das wäre hilfreich, ne? Du, Raman? Ja. Geh einmal in GM-Modus und flieg raus. Oh, hat sich schon erledigt. Um den Brunnen müssen wir nochmal ein bisschen drumherum graben. Das mache ich gleich nochmal. Das ist wieder dein Kampfplatz fertig. Viel kann ich da nicht mehr machen. Das ist jetzt eigentlich nur noch Grabarbeit, bis ich die Seile habe und so. Ich habe 8 Seile schon fertig, wie gesagt. Ja, erstmal die Kampfwaffen, die Waffendinger, die Übungswaffen. Deine Kiste steht übrigens vor deinem Haus. Also insgesamt sind 15 Seile im Lagerhaus. Okay. Stroh haben wir noch irgendwo. Hinten müsste das sein, bei den Tieren. Gut. Das
So, aber es wäre auch langsam an der Zeit. Ja, dann mach ich die nächste Folge. Ich verfolge hier immer noch eine Kuh. Ich werde nicht zurückkommen. Okay. Mal überlegen, wie viel brauchen wir denn theoretisch für das, was wir besprochen hatten, an Waffen? Braucht ein Schild ein Seil? Wahrscheinlich schon, ne? Ne, ich glaube das Schild nicht. Also eigentlich nur 4 Waffen. Dann brauchen wir für die Übungswaffen erstmal nur 4 Seile. Maximal. Boah. Beziehungsweise 5, weil einmal eine Axt. So blöde Kuh. Weil einmal eine Axt zum Ausprobieren, ob eine Axt geil ist. Falls sie nicht geil ist, dann lasse ich mal 6 Seile über. Wie viele Platten kann ich dann herstellen? Lasse ich 7 über. Dann brauche ich 8. Dann passt das. Kann ich schon mal ein bisschen was herstellen. Was wollte ich tun? Ach, ich wollte nicht schmieden, ich wollte die Schmiede ausmachen. Wollt ihr euch dann treffen? Wir haben schon überzogen. Ja, ja. Ich bin ja in der Nähe, ich warte nur auf die anderen. Komm! Mann, wie ich diese Geräusche vor meinem Fenster im Moment liebe. Reine Kinder? Kinder. Miauende Katzen. Das ist bedeutend angenehmer. Bin da. Der Herr Rachmador fehlt noch. Aber der Herr Rachmador möchte im Moment auch nicht im TS mit uns sprechen. Oder vielleicht ein Disconnect. Moderiert so ab. Na gut. Ich warte noch auf irgendeine Antwort, aber da scheint wohl nichts mehr. Jetzt? Bucklige Freundschaft. Ja? Ja? Kommst du? Orientierung? Da. Low Forest? Da ich tendenziell aber länger für meine Abmod brauche, fange ich schon mal an. Während der Rachmador jetzt noch auf dem Weg ist, ach, da hinten ist er schon. Ja, eigentlich wie immer, wenn es euch gefallen hat, einmal einen Daumen nach oben da lassen. Würde uns immer sehr freuen, hilft uns immer. Und dann würde ich einmal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.